Ja, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chainsim World 4, der Danny spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns nach wie vor in Augsburg Hauptbahnhof und haben jetzt die Aufgabe, unseren Interregio-Sonderzug, der ja anlässlich der Augsburger Puppenkiste hier nach Augsburg gefahren ist, also zur Veranstaltung. Es ist mittlerweile kurz vor 15 Uhr. Die Fahrgäste kommen jetzt gleich so langsam von der Veranstaltung auch schon wieder zurück und finden sich dann an dem Bahnsteig ein. Unser Sonderzug fährt gerade an dem Bahnsteig heran und hat im BW halt Pause gemacht, abgestellt, Ware, er hat da gedreht und ja, beziehungsweise drehen braucht er ja nicht, war ja Steuerwagen und so weiter. Jetzt fahren wir mit dem BR218 Doppeltraktion wieder zurück über München-Pasing nach München Hauptbahnhof und ja, das ist heute unsere Aufgabe, diesen Sonderzug wieder zurück nach München zu fahren, die Fahrgäste wieder dort hinzubringen und ich würde sagen, let's go. Machen wir noch ein schickes Foto und dann sollen wir zusehen, dass wir auch jetzt zu unserem Zug kommen, denn wir müssen den noch, wie gesagt, in den Bahnsteig fahren. So, haben wir noch eine Streckenkarte hinzugefügt, wo schon mal dabei sind. Dann würde ich sagen, gehen wir hier hoch. Und dann sehen wir, dass er da hinten steht, dass wir immer noch irgendwie an dem falschen Gleis sind. Ich aber nicht so genau weiß, wie ich jetzt darüber komme, ohne über die Gleise zu laufen. Ich glaube, wobei, man müsste ja eigentlich da irgendwie hochkommen. Gehen wir einfach hier rum. Zu Gleis 8, 9, genau. Und da kommen wir zu unserem Zug. Wunderbar. Denn hier wird noch, wie ihr seht, schon seit Jahr und Tag gebaut. Wahrscheinlich noch ein neues Gleisabteil, Gleisstück. Denn die Gleise sind ja da, hören ja da auf. Und ich würde sagen, das soll hier wohl irgendwie weitergehen. Das ist auch noch ein Stück Gleis. Ich denke mal, das wird hier gebaut. Und dann wird ja auch, wenn ja auch noch durchgehende Gleise gelegt. Würde ich jetzt mal sagen, um 15:07 Uhr kommt hier die Regionalbahn. Bis dahin sollten wir hier verschwunden sein. Aber das werden wir jetzt, wie gesagt, in Angriff nehmen. So, da vorne steht unser Zug. Den müssen wir jetzt hier, wie gesagt, noch an den Bahnsteig fahren. Wird hier immer enger, der Bahnsteig. Also zu zweit laufen ist hier echt schwierig. Oder zumindest nebeneinander. So, dann würde ich sagen, machen wir noch ein schickes Foto. Und dann würde ich sagen, los geht's. So. Lösen wir die Bremse. Dann fahren wir erstmal an den Bahnsteig ran, würde ich sagen. Schön. Wunderschön. So. Wollen hier natürlich nicht übers rote Signal fahren. Das sieht doch gut aus. Ach ja, das passt wohl. So, dann öffnen wir die Türen. Und zwar an der rechten Seite.
So, da müssen wir jetzt noch ein bisschen aufrüsten, und zwar Zugsicherungssystem. So. Genau. Eine Route müssen wir noch legen bis München, Hauptbahnhof in München-Pasing. So. Es geht natürlich wieder einigermaßen in ein langes Gleis. Genau. Dann legen wir noch einen Wegpunkt. Und zwar über Pasing. So, wir haben auch grün, würde ich sagen. Verlieren wir hier gar nicht groß Zeit. Na, 3 Minuten haben wir noch bis zur Abfahrt. Wieder ein paar Türen manuell öffnen. Das ist so ein. Was war das? Lassen wir das einfach. Noch ein paar Türen, damit ihr die Fahrgäste auch einstellen können. 15 Uhr ist Abfahrt. So, sehr, sehr schön, das funktioniert. Schließen tut er sehr, Gott sei Dank. Können wir noch die Zeit etwas überbrücken? So, 1 Minute haben wir dann noch. Schlussleuchten sind auch an, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, warten wir die Minute noch ab und dann haben wir Ausfahrt. Und wie gesagt, 15:07 Uhr kommt hier schon der nächste Zug, der hier auch anhalten will. Und deswegen sollten wir schon pünktlich hier rausfahren. Wunderschön. Wunderschön. So, das war der Pfiff. Türen werden geschlossen. Und zwar alle, das am kontrollieren. Das scheint aber gut zu sein. Sehr gut, dann können wir los. Erster Halt, München-Pasing.
Wunderschön, wunderschön. Dann fährt unser Sonderzug zurück nach München. Traumhaft. Sieht man Güterzug, sehr schön. Ach, wir dürfen 80. So, Arnstädter Straße und so weiter, Hochzoll. Dann kommt gleich die Schnellverstrecke. Volle Pulle. Wunderschön. So, alle Fahrgäste wieder an Bord. Das ist sehr schön. Einige werden in Pasing aussteigen, einige oder alle anderen dann halt in München. Ein bisschen um. Ah, seht mal. Das passt doch. Gespannt, wie schnell wir fahren können. Hin sind wir zwischenzeitlich 180 gefahren. Ich glaube, das wird jetzt in der Lok hier nicht funktionieren. Bin ziemlich sicher. Wunderschön, wunderschön.
So, 130, 140 normalerweise Endstation, beziehungsweise muss hier eigentlich auch irgendwo stehen. Aber das ist jetzt hier in diesem Fall nicht der Fall. Aber es ist Tatsache so, dass sie eigentlich nur 140 kann. Da steht es, glaube ich. Ne, da steht es auch nicht. Da steht nur Führerraum und die Loknummer. Aber auf dem Tacho sieht man ja ganz klar, mehr als 140 ist nicht drin, eigentlich. Ich lasse mich mal überraschen. Jetzt sind wir schon 2 km drüber. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt immer noch so viel KI-Verkehr haben wie heute Morgen. Ob das jetzt schon weniger geworden ist im Laufe der Stunden. Ah, das ist schon mal was, sehr gut. Chimichi. Wie gesagt, die sind hier auf dieser Strecke sehr stark frequentiert, wenn ich das mal so sagen darf. So, schaltet sich die Lok einmal ab. Dann lassen wir sie jetzt mal ein bisschen rollen. Die mag das nicht so, wenn man die ganze Zeit volle Leistung gibt, habe ich das Gefühl. Kann das sein, dass die gar nicht mehr läuft? Das kann doch nicht, oder? Wir denn keine Leistung mehr? Das ist doch blöd jetzt. Das ist doch jetzt echt blöd, dass wir keine Leistung mehr bekommen, dass sie so total abschaltet.
Gott. Keine Leistung mehr. Das gibt es doch gar nicht. Wir müssen einmal stehen dann. Das kommen wir hier nicht voran. Das ist echt, das ist ein bisschen blöd, finde ich. Ich glaube, bei der 218 darf man nicht die ganze Zeit volle Leistung geben. Dann schaltet die ab. Mal kurz stehen bleiben, nützt nichts. Und da müssen wir halt mal ein bisschen weniger Leistung geben, dass sie mich abschaltet. Zeit Stufe 15 mag die nicht. Alles klar, weiß ich Bescheid. Müssen wir die letzten 40 Kilometer halt immer mal wieder abschalten und wieder neu aufschalten. Das ist ja kein Problem, das sollten wir hinkriegen. Natürlich mit dem Steuerwagen zu fahren ein bisschen einfacher. Schon hier mit der 218 ein bisschen spielen. Natürlich jetzt auch ein bisschen schwer, weil es auch noch bergauf geht. Ich hoffe, das gibt sich gleich, damit wir ein bisschen schneller auf Geschwindigkeit kommen hier. Wie vor 0,4% Steigung hier.
Also ihr merkt schon, wie lange die braucht, um überhaupt mal auf Geschwindigkeit zu kommen. Das ist der Wahnsinn. Naja, gute 30 Kilometer noch bis Pasing, dann ist sowieso vorbei mit Schnellfahren. Die letzten 7 Kilometer bis in München sind dann eigentlich nur noch 90, 60, 40, 30, so um den Dreh wird sich das dann da abspielen. Ich glaube, ich ein kurzes Stück noch 120 oder 130. So, wir müssen ja hier auch keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Reicht ja, wenn wir ankommen. Auch nicht die höchste Fahrstufe aufschalten. Da sieht man, schicker Güterzug. Reicht ja auch so. Wie gesagt, das ist auch kein Schnellzug, den wir hier fahren, sondern ein Sonderzug. Der ist halt auch mal ein bisschen langsamer. Ist halt so. So, gleich mal ein bisschen abschalten, damit wir nicht allzu doll über die maximale bauartbedingte zulässige bzw. maximal bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit der Lok fahren. So ist es richtig ausgedrückt. Viel Nahverkehr unterwegs. Da auch wieder ein RE. Bin gespannt, wann uns links der erste Fernverkehr entgegenkommt.
So, es dürften jetzt auch nur noch 20 Kilometer bis München sein, also bis Pasing. Ist das eigentlich für eine Station? Das würde ich mal ganz kurz nachgucken. Eichen oder sowas in der Art sein. Ne, Malchin. Ich glaube, an Eichen sind wir vielleicht schon vorbei. Malchin. Na dann. Da fährt unser Interregio. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da kommt der erste Fernverkehr. Ein Dreier ICE. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, die Rückfahrt wird natürlich etwas länger dauern, aufgrund der Geschwindigkeit, des Geschwindigkeitsunterschieds. Hin sind wir knapp an die 200 gefahren, nicht ganz. 180 war die Höchstgeschwindigkeit. Und zurück können wir mit den beiden Loks natürlich, wie ihr seht, nicht lange über 140 fahren, weil dann schaltet die sich ab. Dann ist Schluss, muss man erstmal wieder anhalten. Das ist echt ein bisschen nervig. So, es ist gleich nur noch 200, da haben wir sowieso nichts mehr zu tun. Aber wir kommen dem Ganzen so langsam näher. Jetzt gleich nur noch 13 Kilometer bis Pasing. Wieder eine Quietschi, also sie sind hier wirklich stark vertreten. So, allzu lange wird es dann auch nicht mehr dauern bis zu den ersten Geschwindigkeitsbeschränkungen, weil wir ja ein Pasing halten. Wird es da bestimmt die ein oder andere Verlangsamung geben, ich bin relativ sicher. Sieht aus wie ein Güterzug, oder? Nein, RE. Schick, schick.
So gleich nur noch 160, also so langsam werden wir hier eingebremst. Pasing ist dann vorbei mit der Schnellfahrstrecke. So, wir sind jetzt gleich eine gute halbe Stunde am Fahren bis Pasing. Und bis München brauchen wir dann ungefähr noch so 10 Minuten. 10, 15 Minuten. Also ich denke mal, es ist so 15:45, 15:50. Am Hauptbahnhof sind, wird jetzt die Stammzeit in Pasing mitnehmen. Doch gleich nur noch 3 Kilometer bis Pasing, müssen wir eh gleich schon mal langsamer, aber sicher dann auch reagieren. Da haben wir es nämlich schon. Dann können wir gleich schon mal so langsam aber sicher aktiv werden. Würde sagen, einmal paar Sichtwand nehmen wir noch mit, dann fangen wir an zu bremsen. Das sollte dann ungefähr passen. 2,5 haben wir noch bis 80. Genau. Schalten wir mal ab. Fangen wir mal ein bisschen an zu bremsen hier. Wahrscheinlich equitieren. So, ich würde sagen, lass uns mal so ein bisschen rollen erstmal. Sich verdrücken. So, schon mal bei 60. Ah. Dann kommt auch schon rechts auf dem Streckenmonitor der Bahnsteig für Pasing. Sehr schön. Also die Quietsche muss warten, weil wir das Gleis gewechselt haben. Weil ihr Gleis noch belegt haben mit unseren
Wagen. Das sieht man sehr, sehr schön. So. Einfahrt Pasing. Weiß jetzt allerdings nicht, welches Gleis wir anfahren. Also welche Gleisnummer? Ah, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ganz schön eng, oder? So, schauen wir mal. Ja, ist nicht gerade das längste Gleis, was ich mir ausgesucht habe, aber ist halt so. Das ist halt so. Rechts entriegeln. So. Wieso gehen die Türen jetzt nicht los? Ist egal, lassen wir das. Jetzt funktioniert es auf einmal. Egal, dann öffnet er halt hier nur. Ich kann es auch nicht ändern. Dann öffnen sie halt nur hier. So, es reicht, würde ich sagen. So, dann haben wir jetzt hier ein paar Minuten Aufenthalt in Pasing. Wann ist hier die nächste Einfahrt geplant? 15:31. S3. Okay, da stehen wir ein bisschen im Weg, glaube ich, oder? Oh ja, die steht da hinten schon. Dann sollten wir uns doch hier so langsam auf die Socken machen. Schließt er die wieder nicht? Ich soll das wieder selber machen. Das ist echt, manchmal verstehe ich das nicht. Wieso schließt er die Türen jetzt nicht? Ach ey, das ist echt. Ich verstehe es nicht.
Kann ja nur ein Albtraum sein. Wieso schließt ihr die Türen denn nicht? Jetzt sag nicht, ich muss in den Steuerwagen rein, um die Türen zu schließen. Das ist jetzt geschlossen. Das gibt es nicht, ey. Wieso schließt er die Tür nicht? Kann sein, dass ich jetzt echt in den Steuerwagen laufen muss, um die Türen zu schließen. Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt es nicht. Das gibt es wirklich nicht. Ich habe schon viel erlebt, aber das hier sprengt echt alles. Hätte ich die mal bloß nicht losgemacht. Aber wer kann das ahnen? Wer kann das ahnen? Schließvorgang eingeleitet. So, hat er sie jetzt geschlossen? Sieht fast so aus. Der schließt die Tür nicht, das gibt's doch gar nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich fahre gleich einfach mal los. Was soll ich sonst machen? Was soll ich sonst tun? Ich kann es nicht ändern. Was soll ich machen? Schließvorgang eingeleitet. Was soll ich sonst tun?
Wenn er sie nicht schließen will, ich kann es ja nicht ändern. Was soll ich tun, wenn er sie nicht schließt? Das ist echt ein Scheiß mit den Türen, ganz ehrlich. Gibt ja auch keinen Knopf irgendwie, ne? Dass man die irgendwie von innen schließen kann, mindestens. Das so. Ah, da muss ich das halt so machen. Da muss ich das halt so machen. Tut mir leid wegen der Verspätung, aber anders geht's ja nicht. Da muss ich echt reinlaufen. Das glaubt dir keiner. Muss ich das so machen? Hätte ich auch. Ja, habe ich nicht gewusst. Aber egal, jetzt weiß ich das. Dann machen wir es halt so. Es ist tragisch. Es ist echt tragisch. Wir hatten ein kleines Türproblem. Das gibt es ja auch immer mal wieder im Vorbild. Und daher ist das gar nicht mal so neu. Oder so ungewöhnlich. So. Also schnell keine Verspätung entstehen. Nur durch sowas. Mal selbst der hier. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ja, immerhin kriegen wir sie geschlossen. Das ist ja schon mal was wert. So, das dürften sie dann auch gewesen sein. Dann haben wir Ausfahrt, um Gottes Willen. Ja, so schnell haben wir hier Verspätung. Wahnsinn. Türproblem. Deswegen gibt es ja immer mal wieder. Haben wir das jetzt auch simuliert. Unfreiwilligerweise. So, nächster halt mich in Hauptbahnhof. So, du kannst einfahren, Kollege. Dein Gleis wird frei. Und du kannst ausfahren. Gleich, wenn der Kollege eingefahren ist. Wenn er denn mal einfährt, ist er eingeschlafen? Hallo, dein Gleis ist frei. Hey, er fährt. Sorry für den Stau, ich hatte ein kleines Türproblem. So, jetzt wird der einfahren. Wenn der eingefahren ist, wird der andere ausfahren. Tut mir leid wegen der Verspätung.
Also schnell hat man dann die Verspätung drin, ne? Von 10 Minuten. Nur wegen dem Türproblem. Aber das gab es wirklich schon, habe ich selber schon erlebt, auf Tour. Von daher, das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, ist dieses Szenario, diese Folge auch wieder mit einem echten Highlight versehen, würde ich mal sagen. Das Türproblem in Pasing. So, da brauchen wir eigentlich gar nicht weiter beschleunigen, weil in ein paar hundert Metern haben wir 60. So, haben wir hier schon Einfahrt in München. Ach, guck mal, überholt uns die Quietschi. Ich breche ab. Dann fahren wir mal hier rum an München, ist auch mal schön. So, 80, 60, 80, 60, würde ich sagen. Können wir direkt gleich bei 60 bleiben. Brauchen wir gar nicht weiter aufschalten. Guck mal, wo wir hier rumfahren. Wahnsinn. So bin ich auch noch nicht in München eingefahren, muss ich ehrlich sagen. Ja, an den ganzen Nahverkehrshalten vorbei. Muss sie schon wieder warten, nur wegen uns. Eieieiei. Noch eine, um Gottes Willen. Wir halten ja auch alles auf, nur wegen unserer Verspätung. Uiuiui.
40. Viertel vor vier wird's 5 vor 4, aber das ist dann halt so. Ach, 30 ist ja eh jetzt sofort, von daher passt das. Meine sehr verehrten Fahrgäste, in Kürze haben wir Einfahrt in München Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Wertsachen nicht im Zug vergessen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit dem Interregio-Sonderzug zur Augsburger Puppenkiste und hoffen, Sie bald wieder in einem Zug der Deutschen Bahn begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Bleiben Sie gesund. Und passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. So, das war's mit der Fahrt. Motor abstellen. Türen öffnen. Abkoppeln, weil der Zug wird nachher von einer 363 oder von einer 101 rausgezogen und ins BW gezogen. Die 218 fahren dann auch raus. Das mit den Türen lasse ich einfach jetzt. Genau. Können wir jetzt noch ein Stück vorfahren. So, komm. Wunderbar. Wie gesagt, die können ein bisschen vorfahren. Sehr schön. So, dann rüsten wir die hier komplett ab. Erstmal. Spitzensignale aus. So. Dann haben
habe hier erstmal Feierabend. So. Und wie gesagt, da müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass dann da vorne am Ende eine 101 ankoppelt und den Zug rauszieht ins BB. Oder kann auch eine 363. Wenn sie den Zug schafft, der ist nämlich schon ziemlich schwer und lang. Und deswegen, also würde ich vielleicht doch lieber eine 101 da dran setzen. Den Zug dann ins BW schleppen. Das können wir ja vielleicht in einem der nächsten Videos machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das war auf jeden Fall unsere Fahrt mit mit dem Interregio-Sonderzug. Einmal nach Augsburg zur Puppenkiste, über Pasing und schließlich wieder zurück über Pasing bis nach München, inklusive Türproblem. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenis Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.